Tomorrow Focus blickt im Sommer 2010 auf eine erfolgreiche erste Jahreshälfte zurück. Umsatz und Gewinn des Internetunternehmens stiegen kräftig. Die AG konnte den mit Abstand höchsten Halbjahresumsatz in ihrer Unternehmensgeschichte erzielen. Für den Vorstandsvorsitzenden Stefan Winners markieren diese Leistungswerte zudem eine wichtige Etappe in der langfristigen Unternehmensentwicklung. Die Strategie 2010, eine Erfolgsstory mit Ansage. Was mich persönlich auch einfach sehr stark freut, ist, wo wir hergekommen sind. Im Jahr 2004 hat die Tomorrow Focus AG 48 Millionen Euro Umsatz gemacht und 3 Millionen EBIT Verlust. Als wir damals diskutiert haben, wie soll denn die Strategie 2010 aussehen und die auch kommuniziert haben, 110-10, nämlich 100 Millionen Umsatz, 10 Millionen Euro EBIT durch 10 neue Geschäftsmodelle, sind wir von vielen zunächst belächelt worden. Man traut uns das einfach nicht zu. Denn zwischen 2002 und 2004 war die wirtschaftliche Entwicklung der Tomorrow Focus AG mehr oder weniger flat. Wenn man die Zahlen 2010 sieht, nach den erfolgreichen Akquisitionen von HolidayCheck, Elitepartner, Edjac, Verkäufen, Bereinigung, Beendigung von Partnerschaft, MSN, Travelnet, Bellevue & Moore, ist klar erkennbar, dass wir dieses Etappenziel 2010 mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen können. Im Detail erhöhte sich der Konzernumsatz für das erste Halbjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 40,8 Millionen auf 59,2 Millionen Euro und damit um über 44%. Das Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen des ersten Halbjahres 2010 verbesserte sich von 5,8 Millionen im Vorjahreshalbjahr auf 7 Millionen Euro, ein Plus von über 21%. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. In den vergangenen Monaten haben mein Kollege Christoph Schuh und ich gemeinsam mit unserem Managementteam die Strategie 2015 entwickelt. Ziel ist aggressives Wachstum. Der Zielwert diesmal für 2015 250 Millionen Euro Umsatz beim EBIT in der Range von 30 bis 40 Millionen Euro. Das vom Vorstand angestrebte Umsatz- und Ergebniswachstum soll vor allem durch zwei Maßnahmen erreicht werden. Die höchst erfolgreichen und bestehenden E-Commerce-Geschäftsmodelle sollen zum einen konsequent internationalisiert werden. Ziel der Bestandsgeschäfte ist, in mehreren Ländern tätig zu sein und kritische Reichweite auch in Europa aufzubauen. Und dies ist auch unser Gesamtziel für die Tomorrow Focus 2015, auch ein europäischer Internetplayer zu werden, der in verschiedenen Bereichen E-Commerce und Advertising Modelle hat, die sehr erfolgreich sind. Für Wachstum sorgen soll die derzeit vorangetriebene Internationalisierung des Reiseportals HolidayCheck und der europäische Ausbau der Online-Partnervermittlung Elitepartner. Auf dem Weg zum europäischen Player wird aggressives Wachstum aber nicht zuletzt durch den Zukauf von Unternehmen zu erreichen sein. CEO Stefan Winners kündigt größere Firmenakquisitionen an. Gehen Sie davon aus, dass wir auch im Jahr 2011 und 12 aggressiv zukaufen werden. Wir suchen starke Unternehmer, Unternehmer mit starken Marken, die dezentral erfolgreich ihre Firmen entwickelt haben und die gerne mit dem Know-how der Tomorrow Focus AG, mit den Synergien, die wir bieten können, mit der Reichweite ihre Company zu einem großen Player machen wollen, so wie uns das bei einer HolidayCheck und Elitepartner klar gelungen ist. Neben großer Erfahrung bei der Identifizierung von hochprofitablen E-Commerce-Geschäftsmodellen hat die Tomorrow Focus in den letzten zwei Jahren auch sämtliche finanziellen Voraussetzungen für weitere Firmenübernahmen geschaffen. Unsere Eigenkapitalquote mit über 55% spricht eine klare Sprache. Unser sehr niedriger Verschuldungsgrad bei Banken gibt uns die Möglichkeit, dass wir auch tatsächlich Akquisitionen stemmen und dafür entsprechende Mittel zur Verfügung haben. Hinzu kommt unser sehr starker Cashflow, den wir haben. Und es wird uns sicherlich gelingen, wieder Akquisitionen zu machen, die diese Company um große Stücke voranbringen. Über weitere Entwicklungen und Unternehmensnachrichten informieren die Internetseiten der Tomorrow Focus AG. Den vollständigen Halbjahresbericht und aktuelle Unternehmenskennzahlen finden Sie ebenfalls auf www.tomorrow-focus.de.